Hallo, du liebe Anna! Ich habe wieder ein neues Tertulika für euch zum Thema Spagatsprung. Wir werden heute das Sous de Chat lernen. Das ist einer von drei verschiedenen Spagatsprüngen, die es beim Ballett gibt. Spagatsprung ist natürlich kein Sprung für Anfänger, also ihr müsst schon eine gute Sprungkraft entwickelt haben und alle Vorübungen im klassischen Ballett gelernt haben. Ich werde euch demnächst auch natürlich dazu ein separates Video drehen. Bevor wir anfangen, wie immer, erstmal natürlich den ganzen Körper aufwärmen. Ihr könnt gerne hier nochmal draufklicken und mein Video dazu anschauen. Und natürlich, was wäre ein Spagatsprung ohne ein Spagat? Hier könnt ihr nochmal alle Übungen zum Thema Spagat euch anschauen und dann können wir direkt mal schon losgehen. Let's go! Ich werde euch heute das Sous de Chat beibringen. Ich zeige euch den gerade hier von allen Seiten, damit ihr ungefähr seht, wie er am Ende aussehen sollte, wenn wir dann mit allen Übungen und Tipps fertig sind. Wie gesagt, gibt es natürlich drei verschiedene Spagatsprünge beim Ballett. Die unterscheiden sich eigentlich nur, wie man die Beine öffnet. Als allererstes werde ich euch Schritt für Schritt erstmal erklären, was überhaupt beim Spagatsprung passiert. Als erstes das erste Bein. Was macht das erste Bein? Das erste Bein geht durch ein Passé und kickt mit dem Unterschenkel nach vorn. Das zweite Bein ist eigentlich etwas einfacher, weil das zieht eigentlich nur nach hinten mit. Es versucht, so schnell es geht, eben nach oben zur Decke geworfen zu werden. Die Arme gehen durch die erste Position in Allongé nach vorne. Also versuchen natürlich, so weich es geht, eben nach vorne gehoben zu werden. Und als allerletztes der Kopf guckt in dem Moment zum Zuschauer, damit man auch natürlich eine schöne Position in der Luft hat für das Publikum. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Übungen, die ihr machen könnt, damit der Spagatsprung einfacher ist. Als erstes das für das erste Bein. Wir müssen versuchen, wirklich durch einen Schritt ein Grand Battement auszuführen, also einen Wurf des Beines in sehr hoher Geschwindigkeit. Probiert wirklich erstmal aber den Oberschenkel und das Knie bis zum Bauch, bis zur Schulter zu werfen und dann mit dem Unterschenkel zu gehen. Als nächstes die Übung für das hintere Bein ist auch ein Grand Battement, also auch ein Werfen des Beines. Hier ist es eigentlich besonders wichtig, dass ihr, wie hier ich gerade vorzeige, nicht macht, sondern dass ihr die Schulter wirklich in einer geraden Position behaltet und den Rücken eben nach oben zieht. Genauso wichtig ist es, dass wir natürlich das Knie hinten nicht beugen, sondern das Bein schön lang nach hinten strecken. Für den Absprung mit dem ersten Bein könnt ihr euch zwischen zwei Stühlen oder wie ich hier zwischen zwei Stangen, wenn ihr welche habt, stellen und dann eben den Sprung simulieren. Hier ist es besonders wichtig, dass ihr den Fokus auf das erste Bein legt, dass ihr, wie ich auch eben schon erwähnt habe, versucht erstmal den ersten Teil des Beines wirklich so hoch ihr könnt zu werfen. Und dann ganz zum Schluss erst mit dem Fuß ganz nach oben zur Decke zu kicken. Für das hintere Bein könnt ihr auch nochmal diese zwei Stangen oder Stühle benutzen. Und dann üben wir den Absprung mit dem hinteren Bein. Ihr versucht wirklich von vorne, so fest und so schnell es geht, das Bein nach hinten zum Kopf zu werfen. Der Rücken natürlich muss dabei ganz gerade bleiben. Jetzt zu dem Absprung. Das ist natürlich besonders wichtig, was eigentlich überhaupt vor dem Sprung passiert. Als Vorbereitung benutzen wir heute das Chassé. Das habe ich jetzt gerade gezeigt. Das ist ein Sprung, in dem ihr versucht, wirklich beide Beine in der Luft wie eine Schere zusammenzuführen. Die Schritte, die vor dem Spagat kommen. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, denn das ist euer Absprung. Je tiefer ihr das Plié macht, ihr die Knie beugt, desto höher werdet ihr abspringen können. Denkt dran, das ist ganz wichtig. Versucht, während ihr springt, das Bein mit den Armen zu koordinieren, so wie ich hier zeige. Also mit dem Oberschenkel die Arme durch die erste, mit dem Unterschenkel die Arme nach vorne ausstrecken. Was macht eigentlich der Fuß beim Absprung? Ich zeige euch das mal von ganz nah an. Ihr müsst wirklich versuchen mit dem Fuß, als würdet ihr den Boden unter euch wegdrücken. Richtig, richtig in den Boden rein und dabei hochkommen.
Dann noch ein ganz wichtiger Tipp, was überhaupt der Oberkörper mit den Armen und mit dem Kopf macht. Ihr seht hier die drei verschiedenen falschen Ansätze. Wir versuchen wirklich von der Hüfte, vom Bauch, den ganzen Körper mit dem Bein nach oben zu führen. Dann sieht der Sprung nämlich auch viel, viel höher und auch einfacher für die Zuschauer aus. Zu der Landung. Ihr seht hier, ihr dürft auf keinen Fall auf der Ferse landen oder mit einem gestreckten Knie landen. Da macht ihr nur eure Beine kaputt. Achtet beim Landen wirklich darauf, dass ihr schön abrollt über die Fußspitze, übers Relevé auf die Ferse und das Knie natürlich dabei einknicken, damit ihr wie eine Feder abfedert. Damit der Spagat wirklich schön eine gerade Linie oder sogar auch im Überspagat ist und nicht darunter, versuchen wir natürlich als allererstes einen schönen Spagat zu sitzen und natürlich, wie ich euch auch im letzten Video gezeigt habe, einen kleinen Überspagat zu üben. Selbst 3 bis 4 cm von einer Erhöhung reichen, um einen schönen geraden Spagat in der Luft zeigen zu können. Der allerletzte ultimative Tipp noch von mir, damit der Sprung nicht so aussieht, oder so, versuchen wir mit unseren Augen und mit unserem Kopf und Kinn nach oben zu schauen. Das heißt, mit den Armen führen wir unseren Blick nach oben. Das ist wie eine optische Täuschung. Wenn wir nämlich nach unten gucken und den ganzen Blick nach unten ziehen, sieht der Sprung viel niedriger aus, als er eigentlich ist. Und genauso umgekehrt, wenn wir nach oben schauen, dann sieht der Sprung viel höher aus, als wir den eigentlich springen. Eine ganz leichte optische Täuschung, die aber den ganzen Sprung viel schöner und höher wirken lässt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet euch ein paar Tipps für den Spagatsprung von mir abschauen. Und eine Sache wollte ich euch nochmal sagen, bitte vergesst niemals, euch vor jeder Übung richtig gut aufzuwärmen, vor jedem Training, damit euer Körper auch wirklich ohne Zerrungen und ohne Schmerzen das Training überleben kann. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier immer an den Videos drehen kann. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Нет. Damit eure Gelenke schön aufhören.